Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da sah ma wieder. Vivi. Dietmar. Und wünsch dir was. Heute ist ja, wie Sie wissen, ein ganz besonderer Anlass. Nämlich die 24. Sendung. Und deshalb habe ich mich auch in dieses besonders feine Kleidungsstück gestürzt. Was ich auch für die Zukunft für richtungweisend halte. Aber du siehst aus wie ein Oberkellner. Das meine ich mit der Zukunft. Ich wollte eigentlich, meine Damen und Herren, wie sich das bei so festlichen Anlässen gehört, mir eine kleine Blume anstecken. Ich fand jedoch kein Knopfloch. Ich bitte Sie herzlich um Entschuldigung. Seid ruhig bis zum Schluss. Wiener Mitbürger, Freunde, hört mich meine Sache führen und seid still, damit ihr hören möget. Und das ist nämlich ganz besonders wichtig für das erste Spiel, dass Sie ganz still sind. Das war übrigens Shakespeare, Julius Caesar. Angeber. Also, dass Sie ganz still sind. Das erste Spiel hat begonnen. Ja. Unsere drei Spielfamilien, die Schweizer Familie Matzenauer, die deutsche Familie Kohl und die österreichische Familie Dotter, befinden sich in diesem Augenblick auf dem Weg von ihrem Wiener Hotel hierher in die Wiener Stadthalle. Sie befinden sich in drei schwarzen Limousinen, die wir ganz besonders behandelt haben. Wir haben nämlich die Scheiben zugeklebt, wir haben die Autos abgespritzt, sodass unsere Familien überhaupt nichts sehen können. Der einzige Hinweis, den wir Ihnen gegeben haben, war, Sie werden jetzt, meine Damen und Herren, zum ersten Spiel gefahren. Und nun sind Sie also permanent unterwegs durch den normalen Wiener Abendverkehr. Sie werden also an Rotampeln stehen bleiben. Sie werden sich allerdings auch mit dem Chauffeur, der Sie hierher bringt, per Mikrofon unterhalten können. Das ist das Einzige. Sie werden aber nicht wissen, wo Sie sind. Und Sie werden dann plötzlich hier in diesen zugespritzten Autos hereinfahren. Sie werden nicht wissen, dass Sie in der Wiener Stadthalle sind. Und deswegen unsere Bitte, seien Sie ruhig, verraten Sie nichts, brechen Sie nicht in Gelächter aus oder klatschen Sie auch nicht. Denn wir wollen ja testen bei diesem Spiel, welche Familie ergreift in dieser außergewöhnlichen Situation die Initiative. Welche Familie macht einfach die Tür auf und sagt, was ist denn da eigentlich los und kommt heraus? Und welche Familien werden einfach passiv in ihren Autos sitzen bleiben und warten, bis sie irgendwelche Anweisungen bekommen? Darum geht es also. Der Spaß, auf den wir hoffen, und ich bitte jetzt die Autos, wenn sie in der Nähe sind, hereinfahren zu lassen, der Spaß, auf den wir hoffen, ist, dass wir eben auch über diese Mikrofone hören können, was die Familien im Inneren dieser Autos miteinander sprechen. So, also jetzt schön ruhig sein. Ich hoffe, dass die Autos bald kommen. Ich kann Ihnen inzwischen vielleicht noch verraten, dass die Schweizer Familie aus Zürich kommt. Der Vater arbeitet an der Börse. Die österreichische Familie kommt aus St. Pölten. Der Vater arbeitet dort im Wirtschaftsförderungsinstitut und gibt Kurse in Schweißtechnik. Die deutsche Familie Kohl kommt aus Aachen und der Vater arbeitet dort im Wasserwerk. Also alles Weitere werden die Familien dann Ihnen selber erzählen. Anscheinend haben sich irgendwelche Schwierigkeiten ergeben. Vielleicht sind wirklich Pannen aufgetreten, das könnte sein. Dann müsste vielleicht Johannes Fähring uns ein bisschen helfen. Die Autos sind unterwegs, höre ich jetzt. Wir haben sie per Funk verständigt, dass sie einfahren. Bitte also jetzt, seien Sie unsere Komplizen. So, Micha, nein, ich mach auf, los, wir sind schon da,
Schon? So, es sind alle ausgestiegen. Also bitte kommen Sie alle zu unseren Familienschnecken. Dort links. Ja. Das ging ja sehr schnell. Familie Matzenhauer dort hinüber. Familie Kohl in die Mitte. Und Familie Dotter hier. Ich bitte jetzt jemanden, mir zu sagen, welche Familie zuerst draußen ist. Ich konnte es von meinem Standpunkt aus nicht. Die erste Familie war die österreichische Familie. Was? Österreich, Deutschland, Schweiz. Österreich, Deutschland, Schweiz. Das heißt, zwei Punkte für die Familie Dotter, einen Punkt für die Familie Kohl, keinen Punkt für die Familie Matzenhauer. Bitte nehmen Sie Platz. Wir begrüßen also zuerst einmal die Dotters aus St. Pölten, wie ich schon gesagt habe. Guten Abend. Wie ist denn das Befinden? Etwas mulmig momentan. Wir haben ja gehofft, dass ihr in diesen schwarzen Autos ein bisschen wenigstens miteinander plaudern würdet, aber ihr seid ja so blitzschnell ausgestiegen. Was habt ihr euch gedacht? Was habt ihr gesehen? Was habt ihr gehört? Würden Sie uns das schildern, Frau Tochter? Ja, es hat geheißen, wir fahren auf einem Feldweg momentan. Und es ist doch so vorgekommen. Und mein Gott, der hat mich dran geglaubt, wenn er nicht aussteigt. Eine Panik, da muss er mithelfen. Das glaubt einfach nicht so. Also er hat tatsächlich eben sofort die Initiative ergriffen. Ich glaube, er hat ihn zurückgehalten. Und nicht zu halten. Ja, und ich kann auch Ihnen erklären, wie der Feldweg zustande kam. Der Redakteur, der Sie da gefahren, der fuhr nämlich immer über Trottoirs und sowas drüber, Gehsteige, nicht? Ja. Und Gehsteige und hat dann also dadurch den Feldweg simuliert sozusagen. Herr Dorte, wie geht's Ihnen? Danke, danke. Ja, ich nicht nervös? Ganz gut. Nein, warum? Ein bisschen? Vielleicht ja, wollen Sie sich ich habe da einen Wein und den sollen Sie sich bedienen. Jetzt schon? Schon wieder? Klar. Ich glaube, ja, erst noch. Ich meine, es gibt hier für die übrigen Familienmitglieder Limonade, mhm, aber wir haben gedacht, für unsere Väter doch ein bisschen was Kräftigeres. Ich habe mir gerade gedankt. Ja, also bitte, dann haben schon getankt. Prost. Und verkehrt ist auch noch dazu Prost, gesessen im Auto. Ja, war es unangenehm im dunklen Auto? Ja, sehr. Na, ich weiß schon. Sehr unangenehm. Also dann bitte ich alle drei Familien herzlich um Entschuldigung. Wir wollten Ihnen keine unangenehme Situation bereiten. Wir haben halt das so machen müssen, damit Sie nicht sehen konnten. Sie wussten aber auch tatsächlich nicht, wo Sie hingefahren wurden. Nein, gerade außerhalb von Wien, die Stadtgrenze hat es geheißen ist. Bitte, ich habe schon erklärt, was Sie beruflich machen. Sibylle, was machen Sie? Ja, ich gehe noch zur Schule in die 7. Klasse des neusprachlichen Gymnasiums in St. Pölten. Was haben Sie für berufliche Pläne? Ich werde wahrscheinlich Sprachen studieren und Dolmetscherin werden oder so. Das ist schön. Können Sie schon eine Sprache? Englisch und Französisch. Also Französisch können wir nachher, wenn wir diskrete Dinge zu besprechen haben, Englisch oder Französisch miteinander. Karl-Heinz? Ich gehe auch ins Gymnasium. Ja, welche Klasse? Vierte. Mhm. Was möchtest du werden? Wahrscheinlich Physiker. Physiker? Ja. Sind Sie berufstätig oder sind Sie eine Hausfrau? Beides. Beides. Halbtägig als Stenotypist in einem technischen Büro und nachmittags Hausfrau. Aha, ist das nicht ein bisschen viel? Das lässt sich machen. Sie bewältigt das alles? Ja, sehr gut sogar. Was wäre der Wunsch, falls Sie heute abgewinnen sollen? Ein Skiurlaub in Österreich. Gut. Skiurlaub in Österreich. Ja, also wir drücken die Daumen, wir drücken sie natürlich für alle drei. Wir gehen jetzt einmal zur Familie Kohl, um die Und tanken Sie ordentlich. Vielen Dank. Ja, ja, lassen Sie es sich gut schmecken. Na ja. Das ist die Familie Kohl, meine Damen und Herren, aus der Bundesrepublik Deutschland. Die Kinder heißen hier Margit und Wilfried. Und was sie vom Beruf sind, habe ich vorhin in einer kleinen Pause schon gesagt. Sind Sie berufstätig? Nein. Sie sind Hausfrau. Ich habe gehört, Sie kochen sehr gut. Was ist denn Ihr Lieblingsgericht? Lieblingsgericht? Was kochen Sie besonders gern? Käseschnittchen. Wie bitte? Käseschnittchen. Käseschnittchen. Ist die Spezialität. Machen Sie die ganz besonders? Ja. Also Käseschnittchen. Hätten Sie nicht vielleicht für mich ein Käseschnittchen mitbringen können? Herr Kohl, Sie haben ein bisschen Wein auch bekommen. Ja. Sie sprechen ihm zu. Mhm. Margit, was machen Sie?
Ich gehe auf die Fachschule für Sozialpädagogik. Das ist eine Ausbildung zur Kindergärtnerin. Und Sie werden also Kindergärtnerin werden, aller Wahrscheinlichkeit nach? Wann wird das sein? In anderthalb Jahren. In anderthalb Jahren? Ja. Was möchtest du werden, Wilfried? Ich möchte irgendetwas, so einen technischen Beruf. Also technischen Beruf? Ja. Gut. Was wäre... Entschuldige. Bitte. Nein, nein, mach dir. Also, nein, wir sind heute höflich, fein. Gut. Also, was wäre der Wunsch, falls Sie heute Abend gewinnen sollten? Ich habe nicht verstanden. Der Wunsch... Der Wunsch? Was wäre der Wunsch, falls du meine Frau hat einen Wunsch. Meine Frau hat alle Wünsche. Bitte. Ein Esszimmerschrank. Ein Esszimmerschrank aus Eiche? Ja. Wie sollte der aussehen ungefähr? So vornehm oder? Oder antik? Ja. Antik. Rustikal. 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 Ein rustikaler Esszimmerschrank aus Eiche. Mhm. Habe ich das gut gesagt? Ja. 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 So, dann gehen wir jetzt zur Familie Matzenauer. Vielen herzlichen Dank. Zum Wohl. Und schön trinken. Das ist die Familie Matzenauer aus der Schweiz. Dankeschön. Wie war es im Auto? Wir haben uns gut gefühlt. Ihr habt euch gut gefühlt. Ja. Ihr seid ja auch ganz schnell rausgekommen. Erzählt habt ihr uns leider nicht viel. Was habt ihr euch unterwegs so erzählt? Wir haben gesungen. Meinen Mann ein bisschen beruhigt. Schweizer Lieder. Ja. Mit Händen und Füßen. Aha. Sie haben hier ein bisschen Wein. Hoffentlich schmeckt er Ihnen emotional. Ich habe schon erzählt, dass Sie an der Börse arbeiten. Was genau machen Sie dort, Herr Matzenauer? Ich bin Händler für eine Bank. Händler? Ja. Sie, das heißt, Sie kaufen und verkaufen Aktien, ist das richtig? Jawohl, im Auftrag der Kundschaft. Aha. Können Sie uns dann vielleicht ein bisschen beraten? Das kann man natürlich. Nachher. Nachher, nicht mehr. Würde vielleicht zu lange dauern, würden wir nicht so schnell kapieren. Frau Matzenauer, Sie sind Hausfrau? Ja. Und haben noch einen anderen Beruf? Nein. Aber eigentlich sind Sie kein Schweizerin, gell? Gebürtige Österreicherin. Und woher? Von Meierhofen. Ja, ich hab das natürlich gewusst, das ist ja klar. Aber wir tun immer so ein bisschen da, als ob wir alles nicht wissen. Nein, aber so heute verbinde ich natürlich für die Schweizer da. Ja, da darf klar. Man das schon nicht so laut sagen. Dass ja, man frei, aber ich meine, und die anderen kennen ja auch Tirolerisch. Da kennt man nämlich Tirolerisch. Prima nicht. Sogar. Ja, ja. Herr Matzenauer. Bist du jetzt mit Jodeln? Wo sind Sie? Sie sind aus dem Zillertal, ja. Gell? Und Sie sind ein halber der Zillertaler schon. Geworden. So. Was? Geworden. Geworden. Können Sie Zillertalerisch reden? Ja, für einen Appenzeller ist es gar nicht so schwer, dass man auch Zillertalerisch lernen kann. Zillertalerisch, ja, das ist ja perfekt. Also, würdest du ein bisschen über dich selber erzählen? Ja, ich arbeite auf einer Redaktion einer Frauenzeitschrift und bin noch in der Ausbildung, noch bis zum nächsten Frühling und schnuppere da ein bisschen auf jedem Gebiet, dass ich ein bisschen Einblick bekomme, dass ich mich dann vielleicht auf etwas konzentrieren kann. Was würde später. Sie denn besonders interessieren? Also, jetzt gerade habe ich am meisten Spaß am kulturellen Gebiet. Ah, Sie sind dann vielleicht eine von jenen Damen, die die Kritiken dann schreiben, nicht? Oder ja, so? Ich mache ab und zu eine Filmkritik oder ein Interview oder sowas. Ist ganz abwechslungsreich. Heinz, was machst du? Gehst du in die Schule? Ich gehe zur Schule jetzt, in die dritte Realschule. Und werde im Frühling eine Lehre als Mode- und Werbefotograf beginnen. Mode- und Werbefotograf? Ja. Hast du schon einen ganz bestimmten Platz, Lehrplatz? Ja, den habe ich hast schon. Hast du schon? Ja. Schön. Was und möchte was die Familie Matzenauer? Das haben wir uns so abgesprochen. Was werden der Wunsch wäre eigentlich eine Safari-Reise. Safari-Reise. Ja. Schön. Gut. Naja, ich will nichts verraten. Eben, weil es kann eine Safari geben oder eine Reise, nicht? Ja. Naja, das würde dann schon eigentlich nur durch den Hauptgewinn bestreitbar sein. Natürlich. Gut, also wenn es uns überkommt, können wir immer wieder Tirolerisch miteinander sprechen. Wenn Sie dazu Lust haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben. Ja. Vor allen Dingen, wenn Sie immer was sagen möchten, was die Leute nicht da verstehen. Da kommt der Brocken auf Zillertalerisch. Übrigens, Sie haben da einen Viersteil Wein, da könnten Sie ein bisschen trinken, ja? Eine leichte Weile. Meine Damen und Herren, wir kommen zum zweiten Spiel. Das zweite Spiel geht um, bitte alle zuzuhören,
damit Sie mich verstehen können. Es geht um die Manipulation von Nachrichten, von Meldungen, die täglich in großer Menge ja auf uns alle, also auch auf Sie, zukommen. Jeden Tag kommen aus den großen Presseagenturen der Welt solche Meldungen zu Hunderten und Tausenden über die Fernschreiber. Sie kommen dann in die Redaktionsstuben und dort werden sie in einem ganz bestimmten Sinne, je nach dem Publikationsorgan, das diese Meldung dann verbreitet, aufbereitet, verändert, hergerichtet. Und wir werden nun Ihnen eine solche Meldung vorlesen lassen, und zwar in der Urform. Und dann werden Sie noch zwei Versionen hören, wo diese Meldung eben aufbereitet, verändert, verfälscht wurde. Sie sollten sich bemühen, bitte, Sie haben hier auch den geschriebenen Text, damit Sie es mitlesen können. Sie sollten sich bemühen, herauszufinden, welche dieser drei Versionen die am wenigsten verfälschte Nachricht ist. Bitte. Text 1. Moskau. Wenn Sie ein Genie zeugen wollen, dann müssen Sie sich bis 30, besser noch bis 35, gedulden. Dann erst kann aus Ihrem Kind etwas werden. Zwei sowjetische Wissenschaftler haben das jetzt in einer Reihenuntersuchung eindeutig bewiesen. 80% aller Großen unserer Zeit wurden erst geboren, als ihr Vater die 30 überschritten hatte. Leopold Mozart war 37, seine Frau 36, als Wolfgang Amadeus ankam. Bei anderen Komponisten und Künstlern sah das Altersverhältnis so aus. Beethoven, Vater 32, Mutter 22. Tschaikowski, Vater 45, Mutter 27. Schiller, Vater 36, Mutter 27. Goethe, Vater 39, Mutter 17. Den Rekord auf diesem Gebiet hält sicher der Vater des weisen Konfuzius. Der war 70 und seine Frau war 17, als ihr gescheites Kind das Licht dieser Welt erblickte. Eine Ausnahme ist offensichtlich der geistige Supermann Leonardo da Vinci. Sein Vater war erst 25, als Klein Leonardo geboren wurde. Junge Männer, die es eilig haben, müssen also nicht ganz verzweifeln. Text 2. Moskau. Eine interessante Meldung veröffentlicht das sowjetische Kulturblatt Literaturnaja Gazeta in seiner jüngsten Ausgabe. Demnach sollen zwei sowjetische Experten bei der Untersuchung der Lebensdaten der Eltern von etwa 200 Politikern, Schriftstellern, Wissenschaftlern, Künstlern und Schauspielern eine verblüffende Gesetzmäßigkeit entdeckt haben. Die Väter der Berühmtheiten waren in 80% der Fälle über 30 Jahre alt, als ihre Kinder zur Welt kamen. Literaturnaja Gazeta führt eine Reihe bezeichnender Beispiele an. So war Einsteins Vater 32, als sein Sohn Albert geboren wurde. Die Mutter war 21. Ähnliche Daten gelten für die Eltern von so berühmten Männern wie Mozart, Vater 37, Mutter 36, Beethoven, Vater 32, Mutter 22, Heine, Vater 34, Mutter 25, Schiller, Vater 36, Mutter 27, Goethe, Vater 39, Mutter 17, Händel, Vater 36, Mutter 34, Tschaikowski, Vater 45, Mutter 27, Gogol, Vater 32, Mutter 18. Der Vater des Religionsbegründers Konfuzius war bei der Geburt seines Sohnes 70, die Mutter 16. Einschränkend dazu erklärt der sowjetische Wissenschaftler Alexander Malinowski, dass sich die Untersuchung in erster Linie auf das 17. bis 19. Jahrhundert konzentriert hätte, wo die Männer eben später heiraten als heute. Ferner sei bei der Untersuchung die Rolle der Mutter nicht ausreichend beachtet worden. Einstweilen unbestritten aber ist doch, dass zwischen dem höheren Alter des Vaters und dem Intelligenzgrad des Kindes gewisse Beziehungen zu bestehen scheinen, wenn auch Milieu und Erziehung ebenso bestimmende Faktoren sind. Text 3. Moskau. Nur Väter, die mindestens die 30 überschritten haben, sollen in der Lage sein, Genies zu zeugen. Zwei russische Wissenschaftler, die Professoren I. Alexachin und A. Tkachenko, behaupten das. Als Beweise führen sie die Daten von mehreren Genies an, die ihnen bei einer Reihenuntersuchung über Herkunft und Geburt von 2000 Berühmtheiten ins Auge stachen. So war Einsteins Vater 32, als sein Sohn Albert geboren wurde. Mozarts Vater war 37, der von Schiller 36 und der alte Goethe 39, als Johann Wolfgang Goethe sich meldete.
Diese Statistik beweist einmal mehr, dass die Rolle der Frau in den kommunistischen Ländern noch keine so bedeutende ist. Welche Funktion das Alter der Mütter der Genies spielt, haben die Herren Professoren erst gar nicht untersucht. Danke vielmals. Sie haben die Meldung in diesen drei Versionen gehört. Sie können jetzt miteinander vergleichen, abwägen. Der sie uns vorgelesen hat, ist Klaus Wildbold. Er ist Schauspieler am berühmten Theater in der Josefstadt und hat uns diese Aufgabe liebenswürdigerweise übernommen. Vielen Dank. So, die Vivi ist so nett und wird nun die Meldungen einsammeln, wenn sie sich entschlossen haben, welche ihrer Meinung nach die am wenigsten verfälschte Meldung war. Ja, es sollte ziemlich schnell jetzt gehen. Ich darf vielleicht erklären, worum es uns bei diesem Spiel ging. Es ist ja eine Sache, die vielleicht auch Sie zu Hause zum Nachdenken anregen könnte. Selbstverständlich kann der Durchschnittsbürger sich einer gewissen Meinungsmache, einer gewissen Manipulation nicht ganz entziehen. Aber er kann doch aus den Meldungen, die jeden Tag aus den großen Massenmedien gesprochen oder gelesen auf ihn eindringen, er kann doch auswählen und er sollte sich seine eigene kritische Meinung bilden. Und das kann er natürlich am ehesten dadurch, dass er eben seine Informationen nicht nur aus einer Quelle bezieht, vielen Dank, Vivi, sondern dass er eben mehrere Quellen zu Rate zieht, dann miteinander vergleicht und sich daraus seine eigene objektive Meinung bildet. Ja, die Familie Matzenauer, die hat es auf eine ganz merkwürdige Weise beantwortet. Sie haben gesagt, der erste Text war sehr schlecht und der dritte Text war sehr objektiv. Und die Frage war aber, welches war die Urmeldung, welches war die am wenigsten verfälschte Meldung? Die dritte in dem Fall. Die dritte. Das stimmt nicht. Die beiden anderen Familien haben das richtig beantwortet, die Familie Kohl und die Familie Dotter. Sie haben nämlich beide die zweite Meldung genannt und die zweite Meldung war die Urmeldung. Bravo, das haben Sie sehr gut gemacht. Damit wir uns nicht missverstehen in der Punktevergabe, wir geben also jetzt 1-1-0. Ja? Und ich darf ich vielleicht Herr Matzenauer um diese Meldungen bitten, dann kann ich Ihnen nämlich aufgrund des Textes erklären, was daran nun manipuliert war. Bei dem zweiten Text handelt es sich also um die Urmeldung. Beim ersten Text hieß es, wenn Sie ein Genie zeugen wollen, dann müssen Sie sich bis 30 zum Beispiel. Also sowas kann eine nüchterne Meldung niemals sagen, weil das ja schon eine Manipulation darstellt. Und außerdem kommt davor die Formulierung der geistige Supermann Leonardo da Vinci. Also sowas würde ja sicherlich ein normaler, nüchterner Text nicht beinhalten. Beim Text 3, da war einfach die ganze objektive Darstellung der Urmeldung weggelassen, denn dort wurde ja davon gesprochen, dass sehr wohl große Einschränkungen vorhanden sind. Ich muss das jetzt suchen. Es heißt nämlich einschränkend dazu, erklärt der sowjetische Wissenschaftler. Also das ist ja schon das Zeichen, dass es sich hier um eine möglichst objektive Darstellung handelt. Und bei der dritten Meldung hat es dann geheißen, dass eben die nur Väter, die mindestens die 30 überschritten haben, sind in der Lage, Genies zu zeugen. Und das kann natürlich selbstverständlich nie der Fall sein. Außerdem wurde dann hier noch politisch Einfluss genommen und es wurde versucht, also die kommunistischen Länder in irgendeiner Weise dann noch zu misskreditieren. So, das war also dieses Spiel. Wie würdest du den Punktestand uns sagen?
Ja. Familie Dotter aus Österreich hat 3 Punkte und Familie Kohl aus Deutschland 2 Punkte und Familie Matzenau aus der Schweiz leider noch keinen Punkt. Bevor wir zum dritten Spiel kommen, das ja besonders wichtig ist, weil nach diesem Spiel die punkteschwächste Familie ausscheiden muss, darf ich unseren ersten Gast ansagen. Es singt für Sie Ingeborg Hallstein. Thank you.
ein Brief für Sie gekommen. Für mich? Dankeschön. Soll ich ihn aufmachen? Bitte. Ja. Hoffentlich nichts Unangenehmes. Na, das hoffe ich auch. Wollen wir mal schauen. Oh ja. Ich glaube, der ist es wert, dass ich ihn hier vorlese. Bitte. Dankeschön. Schönbrunn am 1. Mai 1831. Teuerste Freundin, ich schlafe noch nicht. Sieh im Dunkel ihr süßes Gesicht. Schau durch das Fenster und wart, bis es tagt. Vielen Dank, Ingeborg Hallstein. Wir kommen, meine Damen und Herren, zum dritten Spiel. Sie haben den Gong gehört, es läuft bereits. In dieser Glaskabine befindet sich der Vater der Schweizer Familie, Herr Matzenauer. Er hat die Aufgabe, in diese sich drehende Scheibe, auf der verschiedenfarbige Punkte angebracht sind, in der es aber nur ein Loch gibt, Kugeln in dieses Loch einzuwerfen. Das Gerät, in dem er sich befindet, ist eigentlich ein Arbeitsplatz-Simulator. Das erkläre ich Ihnen später noch. Wir haben diesen Test, denn es handelt sich hier um einen medizinischen Test, vor der Sendung schon einmal ausgeführt. Und zwar damals haben unsere drei Väter in vollkommen nüchternem Zustand diesen Test gemacht. Jetzt haben Sie unter Aufsicht eines Arztes ein gewisses Quantum von Alkohol zu sich genommen.
Und zwar genau jenes Quantum an Alkohol, das Sie selbst benannt haben und von dem Sie meinen, dass es Sie in Ihrer Leistungsfähigkeit und Reaktionsfähigkeit überhaupt nicht beeinträchtigt. Es geht also in diesem Spiel um Alkohol, aber in erster Linie darum, wie gut kennen sich unsere Väter, wie gut können sie sich einschätzen, wie genau wissen sie, wie viel sie vertragen. Und das sind ja Entscheidungen, die sicherlich manchmal lebenserhaltend oder lebensgefährdend sein können. Im Ganzen wird sich diese Scheibe jetzt 80 Mal drehen und 80 Kugeln könnten also maximal eingeworfen werden. Ich darf Ihnen verraten, dass der Herr Matzenauer bei dem nüchternen Test genau 70 Kugeln eingeworfen hat. In sehr detaillierten Gesprächen mit dem Herrn Dr. Mader, den Sie gleich kennenlernen werden, haben unsere Väter unabhängig voneinander gesagt, dass sie alle etwa 2/4 Wein, also einen halben Liter, vertragen, ohne dass sie im geringsten beeinträchtigt werden. Die Scheibe hat sich inzwischen 49 Mal gedreht, 33 Kugeln sind eingeworfen. Das Geräusch, das Sie hören, ist der Puls des Herrn Matzenauer. Er liegt ungefähr bei 110 im Augenblick. Das kann mit dem Alkohol zu tun haben, das wird uns vielleicht dann hier auch der Dr. Mader erklären. Dieser Arbeitsplatzsimulator, nur kurz zur Erklärung, wurde gemacht, um die Verhältnisse an Arbeitsplätzen zu erforschen und zu testen. Sie wissen ja, oder Sie wissen es vielleicht nicht, dass ungefähr die Hälfte der Zeit, die der Mensch in wachem Zustand in seinem Leben verbringt, dass er diese Zeit am Arbeitsplatz verbringt, teilweise unter absolut menschenunwürdigen Verhältnissen. Und dort werden oft schon wird oft schon der Grundstein für eine ganz erhebliche gesundheitliche Schädigung gelegt. Und in diesem Simulator kann man nun zum Beispiel eben ganz bestimmte Verhältnisse herstellen. Man kann durch den Lautsprecher Arbeitsgeräusche einspielen, man kann Hitze simulieren oder Kälte, man kann Zugluft erzeugen oder man kann die Lichtverhältnisse entsprechend beeinflussen. Man kann also zu grelles oder schlechtes Licht erzeugen. Man kann verschiedene Arbeitsgänge in so einem Gerät testen. Im Augenblick geht es darum, eben die Konzentrationsfähigkeit zu testen. Wir haben 80 Mal die Scheibe jetzt sich drehen lassen und der Herr Matzenauer hat 58, nein, aha, es sind einige gestrichen worden, wo er die Kugel nämlich mit Gewalt reingedrückt hat. Und das darf nicht sein, sie muss vollkommen frei eingeworfen werden. Wir haben also hier eine ziemlich große Differenz. 70 Kugeln in nüchternem Zustand und nur 50 jetzt nach 2/4 Wein. Es wird der Vater gewinnen, der seiner nüchternen Leistung am nächsten kommt, denn der hat sich ja am besten eingeschätzt, der kann tatsächlich 2/4 Wein gut vertragen. Jetzt haben wir den Herrn Kohl, den Vater der deutschen Familie, der hier angeschirrt wird, er bekommt Kopfhörer, damit er von außen nicht so beeinflusst wird und es wird auch dieser Pulsmesser an seinem Ohr angebracht. Ich möchte Ihnen jetzt gerne Herrn Dr. Mader vorstellen, er ist Oberarzt der Psychiatrischen Universitätsklinik Wien. Guten Abend, Herr Dr. Mader. Bitte sehr. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Ich würde Sie herzlich bitten, uns vielleicht ein bisschen was aus Ihrer Erfahrung zu erzählen. Vielleicht zunächst einmal, was hat eigentlich Psychiatrie, also doch die Beschäftigung mit Geisteskrankheiten direkt mit Alkohol zu tun? Wir wollen vielleicht, der Test hat jetzt begonnen. Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens einmal gibt es sehr viel psychisch gestörte Leute, die deshalb zum Alkohol greifen. Und das Zweite ist, dass sehr viele Leute, die aufgrund gesteigerten Alkoholkonsums psychisch krank werden. Also beide
Also eigentlich eine wechselseitige Wirkung. Finden dann ihren Weg zum Psychiater oder sollten Sie ihren Weg zum Psychiater finden. Würden Sie es ein bisschen näher halten, bitte. Ja, und könnten Sie uns vielleicht so ein bisschen statistische Zahlen sagen? Also ist das nun ein ganz geringer Prozentsatz der Bevölkerung, der alkoholkrank ist? Oder sind es sehr wenige Leute verhältnismäßig, die Alkoholiker sind? Wie sieht das aus? Ja, also in Mitteleuropa sind die Zahlen beträchtlich. Man kann sagen, in Österreich sind etwa 2% der Gesamtbevölkerung alkoholkrank. Wobei man unter alkoholkrank nur solche Leute versteht, die bereits organische Schäden aufgrund gesteigerten und längeren Alkoholkonsums aufweisen können. Und könnten Sie uns eine Vergleichszahl sagen, wie viel sind zum Beispiel in Amerika alkoholkrank? Wie viel Prozent? Es gibt eine jüngste Schätzung aus Amerika, die spricht von 9,5 Millionen Alkoholkranken. Das entspricht knapp 5% der Gesamtbevölkerung. Würden Sie vielleicht jetzt einmal so schildern, wie, ich meine, wann ist jemand ein Alkoholiker? Wie ist die Geschichte eines Menschen, der also zum Alkoholiker wird? Wann fängt das eigentlich an? Ja. In der Laufbahn eines Alkoholikers kann man in der Regel verschiedene Stadien feststellen. Ja, zunächst ist der einfache Alkoholkonsum, man trinkt in Gesellschaft, weil man Durst hat, weil es einem schmeckt. Nun, das ist für den Psychiater nicht interessant, der Psychiater hat hier sicher keine Arbeit. Kritisch wird die Situation dann, wenn der Alkohol missbräuchlich verwendet wird. Zum Beispiel? Sogenannte Alkoholmissbrauch, wenn man beginnt, aus psychischen Spannungen heraus oder um Angstzustände zu bekämpfen oder um sich zu beruhigen oder um besser schlafen zu können. Wenn man aus diesen Gründen zu trinken beginnt, das ist eben bereits ein Missbrauch und der wird sehr bedenklich. Vor allem deshalb, weil Alkohol ein Suchtmittel ist. Das heißt, man gewöhnt sich daran und um denselben Effekt erzielen zu können, muss man mit der Zeit die Dosis steigern. Und dann erreicht man natürlich nach einiger Zeit derartige Alkoholmengen, die dann schließlich zu diesen erwähnten organischen Schäden führen. Das heißt zu Schäden im Bereich der Leber, des Gehirnes. Es kann die Leber enorm hypertrophieren, an Gewicht zunehmen. Wie groß kann sie werden? Ja, also die größte Leber eines Alkoholikers, die ich erlebt habe, hat 11 Kilo gewogen. Was passiert mit Menschen? Ich meine, wenn sie wirklich dann alkoholkrank sind, haben sie dann, ich meine, wie verläuft dann ihr Leben? Können sie dann überhaupt noch am Arbeitsprozess teilnehmen? Ja, das geht natürlich Hand in Hand. Mit den organischen Schäden allein ist es ja nicht abgetan, sondern Hand in Hand damit beginnen dann die sozialen Schäden. Das beginnt in der Familie, es kommt zu familiären Schwierigkeiten, Auseinandersetzungen mit der meist nüchternen Frau. Es kommt zu Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, berufliche Krisen. Es ist ganz klar, wie Sie ja sehen, hier bei dem Test, die Arbeitsleistung, die Leistungsfähigkeit lässt entschieden unter Alkohol nach. Was meinen Sie mit der meist nüchternen Frau? Heißt das, dass Frauen viel weniger trinken als Männer? Ja, die Relation in Österreich zumindest ist etwa 5:1 zwischen trinkenden Mann und trinkender Frau. Also die Frauen trinken 5-mal so viel? 5-mal so wenig. Wir haben das Ergebnis. 80-mal hat sich die Scheibe gedreht. Dem Herrn Kohl ist es gelungen, 68-mal die Kugel in dieses Loch einzuwerfen. Er hat im nüchternen Wert 72-mal getroffen. Also er hat also eine relativ gute Einschätzung. Er hat sich sehr gut sehr gut eingeschätzt. Wir haben jetzt natürlich sehr wissenschaftlich geredet oder so pseudowissenschaftlich ein bisschen. Zum Beispiel Sie, Herr Doktor, Sie beschäftigen sich also sehr viel mit Alkoholikern. Heißt das nun, dass Sie selber überhaupt nichts trinken? Das ist eine sehr heikle Frage jetzt, Herr Schön. Naja, also wenn Sie ganz privat sind. Ganz privat trinke ich sicher. Auf wie viel würden Sie sich dann einschätzen? Ja, ich würde sagen, dass die Leistungsfähigkeit ist bei etwa 0,3 Promille Blutalkohol bereits reduziert. Das heißt, sie würde reduziert sein bei einem knappen Viertel, einen Achtel Wein unter Umständen schon. Also ich muss jetzt sagen, wir haben jetzt den Herrn Dotter. Also ich würde sehr vorsichtig sein. Ja, Sie sehen, also ich zum Beispiel trinke gelegentlich schon etwas Alkohol.
wir wollen ja uns hier nicht so als Moralapostel hinstellen. Ich würde sagen, wenn ich in einem sehr netten Kreis mich befinde, könnte mir vorstellen, wenn heute nach der Sendung eine kleine Feier stattfindet, dass ich vielleicht schon 4/4 trinken würde. Ja. Würden Sie mich deswegen als Trinker anschauen? Nein, sicher nicht. Das ist ein Trinken, das in Gesellschaft stattfindet. Und das ist ja sicher keine Regel bei Ihnen, oder ich hoffe zumindest, dass nein, das nein, keine Regel ist. Ja, ich meine, manchmal trinke ich mehr, das ist klar. Das ist dann schon ziemlich viel. Nein, nein, das ist nicht wahr. Ich meine, das, natürlich trinke ich manchmal wochenlang überhaupt nichts, sondern trinke ich eben mal, wenn ein festlicher Anlass ist, etwas. Und ich meine, würden Sie sagen, dass das außer den organischen Schäden, über die wir vorhin gesprochen haben, auch sich auf das Hirn auswirkt? Ja, sicher. Also neben der Leber ist vor allem das Gehirn, das vom Alkohol besonders angegriffen wird. Und das ist ja das, was jeder von uns kennt oder jeder von uns schon gesehen hat, diesen verrohten, verwahrlosten, letztlich verblödeten Alkoholiker. Aber ich meine, bei so geringen Quanten muss man noch nicht unbedingt mit der Verblödung rechnen. Wie Sie es trinken nicht. So, jetzt schauen wir mal, der Herr Dotter. Ja, ich werde Ihnen inzwischen... Vielen Dank, Herr Doktor, erst einmal. Ich möchte gerne die Gelegenheit benutzen, etwas zu sagen, weil der Herr Dotter da dran ist. Er kann es aber nicht mithören. Die Familie Dotter hat sich... Ja, gleich. Ja, kommen Sie doch her, Frau Dotter. Kommen Sie zu uns. Kommen Sie zu uns in die Mitte. Der Herr Doktor wird Ihnen das Mikrofon auch reichen, dass Sie da hinein... Also Sie haben sich doch gewünscht... einen Aufenthalt, einen Ferienaufenthalt in Österreich. Ja. Und jetzt haben Sie, also sind Sie eingeladen worden, zum Beispiel. Sie können einen Urlaub gratis verbringen in Seefeld, da haben Sie eine Einladung der Kurdirektion. Dann auf der Turacher Höhe, da können Sie in einem Apartmenthaus wohnen. In Kaprun können Sie einen Urlaub verbringen, in Dorf Gastein. Dann haben Sie eine Einladung vom Zillertaler Fremdenverkehrsverband und aus St. Johann in Tirol. Also Sie können sich jetzt aussuchen. Bitte, liebe Frau Dotter, erzählen Sie uns doch ein bisschen von den Trinkgewohnheiten Ihres Gatten. Was soll ich Ihnen da sagen? Na, trinkt er gern zum Beispiel? Ja, sicher, es ist kein Verächter. Kein Kostverächter. Was trinkt er? Wein. Wein. Haarigen. Ja. Schnaps, harte Getränke generell nicht. Whisky und Umständen auch, also zum Drüberstreuen. Aha. Und wie viel würden Sie sagen, wenn er also nicht einer solchen Belastung ausgesetzt wird, wie viel vertragt er denn da so? Ja, ich würde im höchsten, zwei, drei Viertel. Zwei, drei Viertel? Ja gut, er trinkt von mir auch, fünf, ist auch schon vorgekommen, fünf Viertel. Naja, ich meine, aber ich meine, ohne dann, dass man es merkt. Ne? Ist er dann lustig oder wird er bös oder ist er besonders lieb zu ihm? Ja, die anderen finden ihn besonders lustig, ich wieder weniger. Ja. Und Darf ich da was einflechten? Ja, das ist ja meistens die Problematik beim Alkoholiker, dass die Frau natürlich den betrunkenen Mann weit weniger lustig einschätzt als er sich selbst. Ja, das ist klar. Und halten Sie dann überhaupt gar nicht mit oder trinken Sie schon ein Gasel? Freilich, ja. Mhm. Ja. Sonst kommt er mir ganz komisch vor. Dann. Danke. So. Bitte. Nein, das können Sie in aller Ruhe mit der Familie. Sie dürfen jetzt Ihren Mann mitnehmen und wir werden inzwischen schauen, wie er es gemacht hat. Ja? Ich freue mich sehr und danke Ihnen vorhin herzlich. Danke sehr. Danke. Danke, Herr Dotter. Wir schauen. Er hat prophezeit. Nein, Moment. Er hat, der Herr, darf ich bitte, sagen, der Herr Dotter hat im nüchtern Test 76 Kugeln von 80 möglichen durch das dieses Loch geworfen, eine sehr gute Leistung, und hat jetzt nach zwei Vierteln nur 55, also eine Diskrepanz von 21. Aha, das heißt also, der sich am besten eingeschätzt hat, das ist der Herr Kohl aus der Bundesrepublik Deutschland, der hat sich nämlich nur um 4 Punkte, also um 4 Kugeln verschätzt, geirrt. Das ist eigentlich ein sehr gutes Ergebnis, oder? Darf ich das so? Ist ein sehr gutes Ergebnis und trotzdem muss man aber auch hier sagen, dass natürlich seine Leistung unter Alkohol deutlich nachgelassen hat. Selbstverständlich, das ist klar. Dann haben wir an zweiter Stelle haben wir den Herrn Matzenauer, der hat sich schon um 20 Kugeln geirrt und der Herr Dotter um 21 Kugeln. Das heißt also 2 Punkte für die Familie Kohl, einen Punkt für die Familie Matzenauer und keinen Punkt
für die Familie Dotter. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Doktor. Danke Ihnen schön. Ja, ich muss Sie leider verabschieden. Wir bedanken uns, dass Sie bei uns mitgespielt haben. Ich hoffe, dass Ihnen ein bisschen Spaß gemacht hat. Hat es ein bisschen Spaß gemacht? Sehr. Ja? Besonders am Donnerstag, nicht? Ja, das am heurigen. Ja. Sie kriegen den dritten Preis in der Höhe von 1.500 Mark. Wie viel ist das in Schweizer Franken? Ja, 18% mehr. Jesus, nein, das kann ich gar nicht ausrechnen. Also aber jedenfalls ein Haufen Geld. Bitte bleiben Sie sitzen, schauen Sie zu. Wir gehen jetzt in die vierte Runde und da geht es ebenfalls um Alkohol. Also einer muss ja verlieren, gell? Ja. Das ist wir nicht sind gute Verlierer. Schaut, ja. Wir sehen uns eh nachher. Ich bitte jetzt ganz besonders die Zuschauer in Zürich gut aufzupassen, denn dieses Spiel, das jetzt kommt, ist ja das Lichttestspiel und Sie werden mit Ihrer Stimme oder mit Ihrer Lichtstimme zu bewerten haben, welche Tochter das nun besser macht. Entweder die Tochter der österreichischen Familie Dotter oder die Tochter der deutschen Familie Kohl. Wir schalten zu diesem Spiel, das auch um Alkohol sich dreht, wie die Vivi schon gesagt hat, nach Grinzing. Das ist eines der Weinviertel von Wien, wo man so manches Viertel Wein zu sich nimmt. Dort, hoffe ich, werden vergnügte Leute beisammen sein, die schon einigen Alkohol genossen haben. Heurigen, das ist also der Wein dieses Jahres. Und die Aufgabe, die die Töchter unserer Familien haben, wird sein, diesen fröhlichen Menschen klarzumachen, dass Alkoholgenuss von einer ganz bestimmten Grenze an außerordentlich schädlich ist. Und wir haben sie dazu mit entsprechendem Material versorgt. Und Sie, liebe Zuschauer in Zürich, sollen also bewerten, welche Tochter diese Aufgabe besser löst. Dürfen wir bitte jetzt einmal nach Grinzing schalten? Wir sind also jetzt in diesem Heurigen und das ist die Sibylle. Sibylle? Sibylle? Ja? Können Sie mich hören? Ja. Das ist fein. Ich bitte Sie jetzt, mit Ihrer Aufgabe zu beginnen. Sie haben dafür 4 Minuten Zeit. Bitte. Ja. Also, gefällt es euch hier? Ja, sehr, sehr gut. Gut, ja. Warum geht ihr denn eigentlich zum Heurigen? Wegen dem Wein. Wegen dem Wein, wegen der Gemütlichkeit. Wegen dir, Mädchen. Dankeschön. Na, glaubt ihr nicht, dass ihr woanders auch noch Gemütlichkeit findet? Ja, bitte, ich weiß es nicht. Ja, zu Hause. Ja, eben. Und es ist doch, der Wein ist doch schädlicher, nicht? Glaubt ihr das nicht? Ach so, das ist schädlicher. Darf ich meine, ein Viertel davon von dem Schädlichen? Ja, danke, ja, nachher. Nein, das ist gut. Nachher. Also nachher. Kann ich wirklich empfehlen. Das ist vom Hängelbauch. Ja. Und? Na, ihr seid doch intelligente Menschen, nicht? Ich hoffe, ja. Na, ich denke doch. Ich meine, ihr müsst doch auch eine andere Unterhaltung finden, als nur beim Wein zu sitzen, nicht? Tanzen geht mir oft, ja. Und da trinkt ihr nichts? Ja gut, man trinkt etwas schon, also ein bisschen, nicht? Ein bisschen trinken wir schon. Ich bin nur der Souffleur. Ja, also ihr meint, das Lustigste ist so Wein, Weib und Gesang, nicht? Darf ich mal fragen, entschuldigen, wenn ich bei du bin, ja, trinkst du? Nein, ich trinke nicht, jetzt nicht. Jetzt, nicht. Jetzt jedenfalls nicht, nein, jetzt darf ich aber nicht. Sonst schon, nicht, hoffe ich. Ja, sonst so ab und zu. Ja. Aber bitte, ich hoffe, es hört es nicht. Ja. Ja. Also ihr seid für Wein, Weib und Gesang, nicht? Ja, also für Weib, ja, und Gesang und so. Ja, eben, ja, Weib, ja, und Gesang, ja. Das ist ja gesund, nicht? Ja, hoffentlich. Ja, aber der Wein ist doch weniger gesund, glaubt ihr das nicht? Na, wisst ihr nicht, jedes Mal, wenn ihr Wein trinkt, dass da im Gehirn Zellen absterben, ja, so und so viel? Das wissen wir. Wir sind mit dem Gehirnzellen über der Norm. Dadurch müssen immer wieder. Wir haben Gehirn. Na, und eure Leber. Also ich möchte nicht in euch hineinsehen. Nein? Nein. Warum nicht? Die Leber ist doch normalerweise klein, aber bei euch muss sie ja riesig sein. Ich meine, sehr groß und steinhart. Ich habe noch nicht gesehen. Auch nicht. Na, sehen Sie, Leber und Lunge, sie richten sich ja selbst zugrunde. Hm? Irgendwas muss man ja zugrunde gehen, nicht? Sie meinen? Ja, also mit der Zeit. Glaubt ihr nicht,
Eine Frage, von wo kommst du? Ich komme aus St. Pölten, aber das ist jetzt nicht wichtig. Da trinkt man weniger. Da trinkt man weniger, ja. Ja, da trinkt man weniger. Also glaubt ihr nicht, dass mit der Zeit, dass das so langsam immer mehr Alkohol wird, nicht? So zuerst sind es 2 Viertel, dann sind es bald 4 und dann... Bei der gleichen Menge, nicht? Ah, das kann man leicht sagen, das glaubt man hier, nicht? Ja, 2 Liter. Ihr merkt, jetzt merkt ihr ja noch nichts, nicht? Aber wenn ihr es merkt, nicht so zu spät. Ich meine, wenn ihr mal die gelben weißen Mäuse da vorbeilaufen seht, dann ist es zu spät. Mäuse sind wir nicht. Bei den Wein sieht man keine Mäuse. Ah, doch, bei jedem Wein. Bei jedem Wein. Ach so? Das hängt doch nicht von der Weinart ab. Ich habe noch keine gesehen. Keine, ja, noch nicht. Wenn du es siehst, dann ist es ja zu spät. Zu spät, na ja, gut, dann ist es spät, ja. Und ihr wollt euch so, ihr richtet euch so lustig und für den selbst zugrunde, was? Na ja. Besser lustig als wir böse. Aber qualvoll ist es ja. Ihr werdet qualvoll sterben mit einer riesigen Leber. Mit einer kaputten. Dazu sagen, nicht? Ja, dann ist es ja zu spät, wenn ihr das merkt. Das ist auch wahr, aber man denkt vielleicht zu wenig nach darüber, ne? Man denkt zu wenig nach und ich will euch ja zum Nachdenken anregen. Das lief von dir. Ich würde nach St. Pölten gern kommen, um nachzudenken und mich irgendwie aufklären zu lassen. Ja. Also ich versuche euch ja gerade aufzuklären. Ach so, nicht nach St. Pölten fahren. Nein, also trinken Sie jetzt weiter. Wir trinken so, weiter. Ich hätte Sie so gerne eingeladen. Ja, danke, ich darf jetzt nicht. Na, einen Schluck bitte. Danke, schon. Nein, das ist ja nicht. Also ich habe gehört, der Papa trinkt so viel. Mein Papa trinkt nicht. Der hat sich doch meine Bekehrungen schon abbringen lassen. Na, das gibt's nicht. Ich habe gehört, er trinkt sehr viel. Danke. Sie lügen, Sibylle. Ja. Danke vielmals, Sibylle. Die Zeit ist um. Liebe Zuschauer in Zürich, Sie sollen sich also bitte diese Gesprächsrunde, diese erste mit der Sibylle von der österreichischen Familie Dotter in Erinnerung behalten. Wie findest du, ich meine, wir wollen jetzt nicht bewerten, wie sie es gemacht hat, das sollen ja die Züricher tun, aber was hast du denn so für einen Eindruck? Wie hättest du es denn gemacht, Karl-Heinz? Ja, vielleicht auch so ähnlich. Auch so ähnlich. Findest du, also die Argumente waren gut? Ja. Was sagen Sie denn dazu, Frau Dotter? Ja, ich finde, sie hat es ganz gut gemacht, ja. Ja. Wenn man die Nervosität dazu berücksichtigt. Will ich jetzt hier nicht äußern, damit hier keine Beeinflussung erfolgt. Und hätten Sie es auch so in der Richtung ungefähr gemacht? Ungefähr schon, ja. Was sagen Sie jetzt, dass da jemand gesagt hat, der Vater trinkt ja vielleicht ganz gern? Ja, da fehlt etwas. Und zwar, sie hat es wahrscheinlich nicht mehr unterbringen können, ja, dass sie im Vater das Trinken so schön langsam abgewöhnt. Ja. Das tut sie? Ja. Ja? Ja. Wie macht sie das? Na, indem sie mit mir sehr viel spricht und. Ah, und da kommen sie so vor lauter Reden nicht zum Trinken. Und da muss ich dazu sagen, am Donnerstag, da waren wir zusammen, gell? Wir waren alle auf einem Heurigen und das war die Gelegenheit, wo der Dr. Mader, der vorhin so schön alles erklärt hat, unsere Familien getestet hat und unseren Vätern sozusagen aus der Nase ziehen musste, wie viel sie denn nun so trinken. Und da wurde dem Wein dort wirklich also sehr freudig zugesprochen, möchte ich sagen. Und ihre Tochter, die Sibylle, die hat dort, wie man mir berichtet hat, glaube ich, also auch einige Vierteln gepackt. Also, Achtel waren das höchstens. Gut, das halte ich natürlich für einen ausgesprochenen Ausnahmefall. Hat ja auch überhaupt nichts mit der Aufgabe oder dem Spiel zu tun. Und ich glaube, inzwischen können wir wieder nach Grinzing schalten. Und da dürfte die Margit Kohl jetzt am Werke sein. Margit? Ja? Wir sind soweit. Sie könnten jetzt bitte mit Ihrer Aufgabe beginnen. Ja? Sie haben dafür 4 Minuten Zeit. Bitte. Ja, danke schön. Erstmal guten Abend und ich muss sagen, so habe ich mir eigentlich die ganzen Wiener vorgestellt. Bei Wein, Weib und Gesang, muss ich sagen. Ja, ich komme mal zu Ihnen, setze mich mal zu Ihnen. Ja, Viertel Wein. Dankeschön. Was ist das für ein Wein? Ein herber oder ein süßer? Das ist ein herber, ganz herb. Probieren Sie mal. Dankeschön. Schmeckt er? Ja. Ist er herb, süß? Ah, das kann ich noch nicht so genau sagen. Ach, so viel Wein habe ich noch nicht getrunken. Aber in Deutschland haben Sie keinen Wein. Ja, es geht eigentlich. An den Moselgebieten haben wir Wein. Ah, Mosel, man kenne ich nicht Mosel.
Knödel. Ja, ich gute Idee. Ich habe mal eine Frage. Wie viel Wein trinken Sie so am Abend? Na ja, wenn ich herkomme, na ja. Na ja, ich zähle nicht ab. Was sagt denn Ihre Frau dazu? Na, Frau habe ich noch keine. So weit wollen wir gar nicht. Wer eine Frau, um Gottes Willen. Wer will eine Frau haben? Und wie ist es mit dem Autofahren? Sie verlieren doch Ihre Reaktionsfähigkeit. Nein, Autofahren, schauen. Wir haben ein tolles Taxi. Da steigt man ein, sagt man die Adresse, man kommt nach Hause. Ja, aber der Wein schadet doch auch der Leber. Wenn Sie doch zu viel dafür trinken. Leber? Nein, mein Gott, schauen Sie. Moment, Leber. Leberblatt. Wir sind jetzt nicht in Deutschland, wir sind in Österreich. Meine Leber ist sehr gesund, ich bin noch jung. Ich verträge noch viel. Und bis dahin, Jones, man darf nicht zu sehr in die Zukunft denken. Die Gegenwart ist wichtig und die Gegenwart ist der Wein. Prost. Was sagen Sie denn dazu? Zu dem Wein? Zum Wein? Naja, an und für sich, ich meine, was ich so verstehen gehört habe davon, ist ja an sich gesund, ne? Wie oft machen Sie so eine heuer? So einen Heugen, wie oft? Naja, so ein richtig armer Student, ich meine, was weiß ich, 2-3 Mal. In der Woche? Nein, im Monat. Glauben Sie nicht. Und wie vertragen Sie den Wein? Würde ich auch sagen, ausgezeichnet. Ja, finden Sie nicht, wie viel trinken Sie denn so am Abend? Ja, nicht mehr als ein Glas. Fahren Sie in dem Auto? Ein Glas nach dem anderen, ja. Mehr trinke ich nicht. Nein, er ist noch ein Anfänger. Ich bin Lehrling. Da gibt es gewisse Steigerungsstufen, aber ein Glas nach dem anderen trinke ich nicht. Nein, aber ich möchte sagen, ich meine, Wein, Alkohol an für sich ist ja ein Gesundes, ja. Ich möchte sagen, wenn man irgendwie Appetitlosigkeit leidet und so weiter. Hat mir mal rausgesagt, wenn man an Appetitlosigkeit leidet, soll man ein Glasl trinken, nicht? Oder zum Beispiel, ja. Kenne mich nicht so aus, muss ich dazu sagen. Sehr selten hier, muss ich dazu sagen. Aber an Appetit und so weiter. Zu wenig Magensäure, nicht? Hat mir der Arzt verschrieben, ein Achtel. Ein Achtel? Ein Achtel hat er mir verschrieben. Ja, aber bleiben Sie auch bei dem einen Achtel. Nein, er hat nicht gesagt, in welchem Zeitraum. Ich habe gesagt, ein Achtel. Nicht? Er hat gesagt, ein Achtel trinken Sie. Und ich habe mich nicht so ausgekannt. Und mir gedacht, naja, gut, ein Achtel ist gut, ein Achtel. Ein Achtel noch einen anderen Achtel. Hallo? Ja? Ja? Vielen Dank, die 4 Minuten sind um. Ja? Dankeschön. Vielleicht könnt ihr mich noch hören? Könnt ihr mich noch hören in Grinzing? Hallo? Könnt ihr mich noch hören in Grinzing? Na, ich wollte mich bei den Leuten auch bedanken, aber liebe Zuschauer in Zürich, Sie haben die beiden Gespräche gehört. Was sagen Sie, wie hat es Ihnen gefallen, dieses Spiel? Hättest du es zum Beispiel auch so ähnlich gemacht? Ja, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Argumente aufgeführt. Naja, jetzt muss man natürlich, wir wollen ja die Zuschauer nicht beeinflussen, muss man natürlich auch sagen, dass solche Gespräche weitgehend auch von den Partnern abhängig sind. Ja, das ist natürlich wahr. Und es ist natürlich richtig, was du sagst, aber vielleicht auch sehr schwer, in einer solchen Runde Argumente wirklich stichhaltig anzubringen, nicht? Also gut, wir wollen dem gar nicht vorgreifen. Die Züricher werden in der Lage sein, das selber zu entscheiden, was ihnen besser gefallen hat. Ich hoffe, dass dieses Spiel für Sie ein bisschen Spaß gebracht hat, aber vielleicht auch ein bisschen zum Andenken angeregt hat. Bevor wir jetzt, meine Damen und Herren, zum Lichttest kommen, Sie haben also noch ein bisschen Zeit in Zürich, sich das genau zu überlegen, darf ich Ihnen einen weiteren Gast ansagen. Einige Gäste sind uns ja auf irgendeine Weise abhanden gekommen. Das war uns auch beinahe mit ihm passiert, mit Herrn Leopold Jappel. Ich begrüße Sie sehr herzlich, Herr Jappel.
Er ist viel berühmter. Leopold, darf ich Leopold sagen? Jawohl. Oder darf ich Chick sagen? Ach, Chick, auch egal. Er ist nämlich sehr berühmt unter dem Namen Chick. Und zwar deswegen, weil kürzlich eine Schallplatte herausgekommen ist, auf der er singt. Es ist so, dass der Chick, das ist sein Künstlername sozusagen, er ist das, was man in Wien einen Tschecheranten nennt oder einen Sandler. Oder Sie könnten auch sagen, ein Tippelbruder, fein ausgedrückt, ist er ein Clochard. Ja? Das, was Jean Gabin so hervorragend einmal in einem Film gespielt hat, das macht er im Leben. Das heißt, er trinkt dann, wenn es ihm passt. Manchmal schläft er im Freien, manchmal unter Brücken. Erzähl uns einmal ein bisschen, wie es dir so geht. Ist dir nicht zu warm in dem Mantel? Willst du nicht ausziehen? Zahlt sich nicht aus? Weiß nicht. Na, wie du willst. Wie ist es denn zu dem Lied gekommen, Chick? Wie seid ihr denn auf dieses Lied gekommen? Ja, das ist uns so eingefallen. Das ist euch so eingefallen. Ja. Das ist aber eine Geschichte von dir. Ein Teil ist von mir. Ein Teil ist von dir. Mhm. Und der Herr Danzer, der hat das dann in Noten gesetzt. Jawohl, jawohl. Und du singst uns das jetzt. Und ich singe das jetzt. Bitte. Zerosse die Dreier und gib mir a Feier, ich brauch a Spee. Mich kann keiner retten, ich rauch dort in Betten, vor Schlafen geh. A so a Chick hat a größeres Glück. Wir unser einer, weil uns braucht keiner. Erst in der Matrotzen, da waren schon die Rotzen, das riech ich genau. Beim Brandineser, da war mir jetzt besser, aber dort hab ich in Hand. Liebst wie a Tschusch, hörst nur Oliver Gusch. Du Dachinierer, du Mistkiebestierer. Wenn schlafst auf der Baustelle, dann brauchst gar nichts anstellen. Hast ein Köch mit daheim, dann warst sechs Monate auf Staatskosten. Erst, kalt ist auf der Städten ein Wahnsinn. Was die Leute sagen, ich bin ein Trinker. Willst auch ein Glasl rum? Ein Glasl rum? Stehst du selber nicht um? Eine Zigaretten kannst du selber nicht antäten. Und das hab ich den Chick halt voraus. Ist mein Leben nur mehr Chick, den fiel mich selber aus. Gut. Danke. Leopold, du hast das sehr gut gemacht, Leopold. Du musst nur jetzt bedenken, dass unsere Zuschauer ja nicht nur Wiener sind, sondern auch Deutsche und Schweizer. Und jetzt müssen wir ihnen ein bisschen was übersetzen, sozusagen. Jawohl. Also der Spitzname Chick, der Chick ist eine, was man in Deutschland eine Kippe eine nennt. Kippe, jawohl. Eine Kippe. Und wenn das, können wir das einmal so ein bisschen durchgehen? Zah aus die Dreier. Ja. Dreier ist eine Zigarette. Jawohl. Gib mir eine Feier. Ja. Ich brauche ein Spee. Was ist ein Späh? Eine Zigarette. Auch eine Zigarette. Kommt wahrscheinlich von Spanien oder so. Ja, so ähnlich. Ein Späh. Von Frankreich. Von Frankreich. Mich kann keiner retten, ich rauch statt dem Beten. Statt des Betens. Statt dem Beten, vor dem Schlafen gehen. Ach so, ein Chick
hat ein größeres Glück wie unser einer, wie unseraner. Einer, nicht besser. Denn uns braucht keiner. Ist richtig? Jawohl. Denn uns braucht niemand, braucht keiner. Hörst in der Matratzen, da waren schon die Ratzen. Die Ratten, das sind die Ratten, die Ratzen. Das rieche ich genau, das rieche ich genau. Beim Brandineser, was ist der Brandineser? Eine Tee- und Likörstube. Tee- und Likörstube. Ja, da waren wir jetzt besser, ja. Aber dort habe ich einen Hahn. Was ist das? Lokalverbot. Ach so, ja. Gibt es viele Lokale, wo du Verbot hast? Nein, nein, nicht nein. Alle. Haben sie die gern, wo du ja, hinkommst? Ja. Tust niemandem was? Nein, nein? Ich bin froh, was wir nichts machen. Lebst wie ein Tschusch? Übersetzt kannst du das über... Wie jawohl. Was ist ein Tschusch? Ja, das sind die türkischen Honig, die Jugoslawen und etc. etc. Aha. Tschechen, Ungarn. Sind die Tschusch? Also die Ostblockstaaten als solches. Italiener sind das auch Tschusch? Nein, ja, die Kassel machen keinen ab, ein bisschen dazu. Ja. Hörst nur allerweil... Kusch. Kusch. Was heißt das, Kusch? Mund halten. Mund halten. Also, nach Schrift übersetzt. Ja, klar, das tun wir ja jetzt. Ja. Du Tachinierer, also Tachinierer ist einer, der nichts tut. Ne? Ja, der was nicht arbeiten will. Du Mistkübel Stierer. Was ist das für einer? Ja, der muss ja die Mistkübel nochmal anzuhören. Ja, ich frage ihn nur so blöd, weil es die Leute nicht verstehen. Ich weiß schon, was? So. Wenn du schlafst auf der Baustelle, ja. Ja, dann brauchst du gar nichts anstellen. Das versteht man eh. Hast was? Ein Köch? Mit der Hähe? Was heißt das? Ich weiß es selber nicht. Naja, ein Köch? Ein Aufstoß mit der Hürde. Ah, so. Aha, einen Anstoß, mit der Behörde. Zusammenstoß, sagen wir, ja, mit der Behörde. Ja. Ja. Und dann warst du eh 6 Monate auf Staatskosten. Hörst, kalt ist da auf der Gstetten. Also ein Gstetten ist ein... Ein Mistgstetten. Ein Mistgstetten, ja. Ein Wahnsinn, weißt. Wie würdest du das übersetzen? Ein Wahnsinn, weißt du. Ja. Weißt. Die Leute sagen... Ich bin ein Trinker. Willst du auch ein Glas rum? Willst du auch ein Glas rum? Ein Glas rum? Ja. Ein Glas rum stößt sich selber nicht um. Stößt sich selbst nicht um. Und eine Zigarette kann sich selber nicht abtöten. So war's. Und der Schluss? Ja. Und das hab ich dem Chick halt voraus. Also in diesem Fall der Kippe. Ist mein Leben nur mehr Chick? Also ist mein Leben nichts mehr wert? Ja. Dämpfe ich mich selbst aus. Also dämpfe mich selber aus. Wie würdest du das übersetzen? Dämpfe mich selbst aus. Dämpfen. Ich meine, wie könnte man, da gibt es da kein anderes Wort. Naja. Also höre ich auf, ja, sozusagen. Genau. Zum Leben. Also, danke vielmals, Chick. Dankeschön, dass du gekommen bist. Also, ich muss mich entschuldigen, vielleicht bei den Zuschauern, das hat jetzt ein bisschen lang gedauert, aber schneller kann man so etwas nicht übersetzen, stimmt's? Jawohl. Ja, fein. Bitte, Vivi, den Lichttest. Guten Abend, Herr Kebeli. Guten Abend, Vivi Bach. Wie geht's Ihnen? Geht sehr gut, danke. Herr Kebeli, ich muss noch was erklären. Bleiben Sie ein wenig am Apparat, ja? Ja. Verehrte Zuschauer in Zürich, wir wollen zuerst bewerten, wie Ihnen das Interview der Tochter der Familie Dotter aus Österreich gefallen hat. Beim Gong sollen Sie die Lichtquellen, die Sie innerhalb von 20 Sekunden erreichen können, einschalten. Beim Gong geht's los. Achtung, fertig, Gong. Herr Kebeli? Ja, ich bin da. Haben Sie abgelesen, wie viel Megawatt? Abgelaufen, ja. Sie dürfen aber nicht sagen, ja? Nein. Tun Sie das Resultat aufschreiben? Habe ich notiert, ja. Gut, danke vielmals. Also bitte jetzt die Lichter
die eingeschaltet wurden, wieder abzuschalten, damit wir für Familie Kohl aus Deutschland genau dieselbe Ausgangsposition haben. In der Zwischenzeit spielt für Sie die ORF Big Band. Züricher, schalten Sie jetzt die Lichter ein, falls Ihnen das Interview der Tochter der Familie Kohl aus Deutschland besser gefallen hat. Sie haben wie immer 20 Sekunden Zeit. Beim Gong geht's los. Achtung, fertig. Sagen Sie mir jetzt bitte die beiden Resultate. Im ersten Fall betraf die Zunahme 4 Megawatt. Ja, 4 Megawatt. Im zweiten Fall 3 Megawatt für die Familie Kohl. 3 Megawatt. Also das ist ein klarer Punkt für Familie Dotter aus Österreich. Damit steht es 4 Punkte für Familie Dotter. Und ebenfalls 4 Punkte für Familie Kohl aus Deutschland. Meine Damen und Herren, es spielt für Sie jetzt der weltberühmte Jazz-Pianist Oscar Peterson. Thank you.
Vielen Dank, Johannes Fehring. Vielen Dank, der ORF Big Band. Tja, meine Damen und Herren, nun ist es also soweit, das trotz des großen Erfolges unwiderruflich letzte Spiel. Der Löwe, oft zitiert in allen möglichen Gazetten, hier ist er, lebendig, 6 Jahre alt, stark und wohlauf. Offensichtlich von der langen Wartezeit ermüdet. Ahmed heißt er übrigens. Ich bitte Sie jetzt noch einmal, wie schon zu Beginn der Sendung, ruhig zu sein. Sie sehen ja, das Tier ist sehr wild, sehr nervös. Und ich bitte dich, Vivi, jetzt den Herrn Kohl aus seiner Kabine zu lassen. Herr Kohl, ich nehme Sie bei der Hand. Sehen Sie was? Ein Löwe. Tatsächlich. Kommen Sie langsam zu mir her. Dieser Löwe ist offensichtlich sehr ruhig, augenblicklich auch ermüdet. Man soll also nicht zu viele abrupte Bewegungen machen und so weiter. Ich möchte gerne mit Ihnen zur Türe des Käfigs gehen. Sie sollten auf alle Fälle keine Anzeichen von Erschrecken zeigen oder irgendwelche Angriffsbewegungen machen. Sie sollten ihm vor allen Dingen sehr ruhig in seine schönen bernsteinfarbenen Augen schauen. Sie sollten also sozusagen dem Löwen eine gewisse Ruhe vermitteln. Ich will es versuchen. Wir gehen jetzt zu dem Löwen in den Käfig hinein. Bitte Sie jetzt wirklich ganz ruhig zu sein. Was sagen Sie denn dazu? Ich habe noch gar keine Meinung. Darf ich? Ich habe noch gar keine Meinung. Ich gehe mal voraus, denn vielleicht stürzen Sie sich plötzlich jetzt in den Käfig und das möchte ich doch... ich möchte Sie noch was fragen. Sie haben grundsätzlich gar nichts dagegen, offensichtlich. Gegen Löwen, nein. Gegen Löwen nicht. Machen wir noch mal zu. Stellen Sie gar keine Bedingungen, wenn Sie hineingehen. Ich nehme an, dass der nicht beißt. Also, es ist so, dass er zwar Ahmed heißt, aber ungarischer Herkunft ist und ich ihn nicht fragen kann, ob er beißt. Wir hoffen das. Aber ich meine, Sie würden ohne alle Bedingungen hineingehen. Ja. 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 Ohne jede Bedingung. Ja. Gut, dann setzen Sie sich doch bitte jetzt hin. Dann wollen wir jetzt mal sehen, was Ihre übrigen Familienmitglieder dazu sagen. Bitte nehmen Sie Platz, Herr Kohl. Wir hören jetzt mal den Sohn, den Wilfried. So, du siehst also hier einen sehr schönen Löwen. Ja. Ja, er ist sehr lieb. Und ich habe jetzt deinen Vater hierher geführt zur Tür. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mit mir da hineingehen würde und ob er daran irgendwelche Bedingungen knüpft. Und was glaubst du, hat er geantwortet? Ich glaube, er hat ja gesagt. Also, er würde mit Ihnen reingehen, gesagt. Und du meinst, er hat gar nichts Besonderes verlangt? Also irgendeine Entschädigung oder einen gewissen Anreiz oder etwas? Ich glaube nicht. Er hat einfach gesagt, ja. Ja. Richtig, 2 Punkte. Danke. Vivi ist verwirrt durch den Löwen. Bitte komm. Margit, das ist wahr. Das ist ein echter Löwe und er ist sehr, sehr lieb. Und ich habe deinen Vater an der Hand genommen und hierher geführt. Wir wollen vielleicht nicht ganz so nah hingehen. Und habe ihn gefragt, ob er bereit wäre. Ja, ist ja gut, Ahmed.
ob er bereit wäre, zu diesem Löwen in den Käfig zu gehen und welche Bedingungen er daran knüpfen würde. Und was glaubst du, hat er gesagt? Ja. Unter welchen Bedingungen würde er denn da hineingehen? Also, dass er reingehen würde, das glaube ich. Aber unter welchen Bedingungen? Hat er etwas dass Diesbezügliches gesagt? Nein. Ich meine, ich habe gesagt, was für, welche Bedingungen? Stellen Sie denn gar keine Bedingung? Würden Sie einfach so hineingehen? Und was glauben Sie, hat er da geantwortet? Das ist vielleicht, dass man ihm helfen würde, wenn der Löwe auf ihn losgeht. Ja, das ist natürlich außerordentlich schwer, weil man ja dann eben nicht rein kann. Also ich würde ja mit ihm gehen, aber ich meine, ich kann ihm ja auch unheimlich wenig helfen. Aber ich, also die Frage an den Vater war, würden Sie hineingehen, welche Bedingungen würden Sie stellen? Das sollen Sie beantworten, Margit. Welche Bedingungen? Ja, was hat er gesagt? Hat er Bedingungen gestellt? Und welche? Vielleicht hat er keine gestellt. Ich kann es nicht so genau sagen. Ich würde mich festlegen, denn gut, das Publikum hat es entschieden. Übereinstimmung, 2 Punkte. Bitte Platz zu nehmen. Na, jetzt bin ich neugierig, was Ihre Frau dazu zu sagen hat. Frau Kohl. So, wir nehmen Sie beide. Wir nehmen Sie an einer Hand, nehmen Sie an der anderen. Das ist ja vielleicht besser. Frau Kohl. Ja, hier ist der nette Löwe. Und wir haben besprochen, ich habe mit Ihrem Mann darüber gesprochen, habe ihn gefragt, ja, du bist gut, ob er bereit wäre, zu dem Löwen hineinzugehen. Und schließlich habe ich ihn und da hat er gesagt, ja, mit mir würde er reingehen. Und dann hat er mich allerdings, habe ich allerdings nach den Bedingungen gefragt, die er stellen würde. Was glauben Sie, hat er gesagt? Unter welchen Bedingungen würde er reingehen? Wenn er am Geländer hängen könnte. Nein, das hat er nicht verlangt. Er hat überhaupt keine Bedingungen gestellt. Vielen Dank. Bitte. Vielen Dank. Also wir wollen jetzt mal abwarten, nicht? Herr Kohl, bleiben Sie mal. Bitte, Frau, nehmen Sie Platz. Setzen Sie sich ruhig hin. Wir haben also jetzt hier eine ganze Menge, 4 Punkte dazu bekommen. Steht jetzt 8 Punkte für die Familie Kohl und 4 für die Familie Dotter. Herr Dotter. Mit? Nein, eigentlich tut ihr ja nichts. Herr Dotter, kommen Sie bitte her. Müssen Sie da lachen? Ja, nehmen Sie ruhig das Mikrofon. Herr Dotter, wir wollen leise sein und auch uns nicht so abrupt bewegen. Hier ist also ein großer, ausgewachsener, männlicher Löwe in diesem Käfig. Und meine Frage an Sie, ja, das Spiel beinhaltet ganz einfach, dass wir zu diesem Löwen reingehen. Okay. Was haben Sie gesagt? Okay. Okay. Er hat gesagt, okay, gut. Ich gehe mal voraus in diesen Vorkäfig hinein. Ja, warten Sie noch einen Moment. Ich muss nämlich mal sehen. Also ich meine, könnte zum Beispiel jetzt ein bisschen die Türe aufmachen, aber dann kommt er zu den Leuten. Ich will noch, Sie noch was fragen. Wissen Sie was fragen? Sie haben gesagt, okay. Aber was wären die Bedingungen, dass Sie zu dem Löwen hineingehen? Was würden Sie verlangen? Naja. Sie haben recht, das könnte man sich ja was kosten lassen. Ne? Das beinhaltet ungefähr meine Frage. Das habe ich gar nicht gedacht. Ja, meine, jeden Tag gehen Sie ja sicherlich nicht zu einem Löwen ja, sicher, in den Käfig. Sicher, Sie haben recht, ja, ja. Bitte sagen Sie dann, was es also Ihrer Meinung nach wert ist. Ja, wenn man das so anschaut, was das alles kostet, naja, sagen wir, 3% für die Gesamtkosten dieser Sendung. Ach, sagen Sie doch bitte eine Summe, weil es ist ja das Harmoniespiel. Es gibt 2 Punkte. Keines Ihrer Familienmitglieder wird in der Lage sein zu sagen, 2% der Gesamtkosten. Also sagen Sie eine Summe, die Sie sich unter 2% der Gesamtkosten vorstellen. Es ist nach oben hin überhaupt keine Grenze gesetzt. Ja gut, sagen wir $1,000. $1,000. Gut, gut. Also er hat gesagt, okay. Das war sein erstes Wort und dann $1,000. Vielen Dank. Bitte nehmen Sie erst einmal Platz. Ja, weil wir wollen das dann gemeinsam machen.
Wir hören jetzt einmal Ihre Familienmitglieder, was die so dazu zu sagen haben. Zuerst einmal den Karl-Heinz. Bitte nehmen Sie Platz, Herr Dotter. Ich habe deinen Vater gefragt, ob er bereit wäre, zu diesem Löwen hineinzugehen und unter welchen Bedingungen. Was glaubst du, welche Bedingungen hat er gestellt? Was hat er verlangt? Also meinst du grundsätzlich, er würde hineingehen? Na, vielleicht schon. Vielleicht schon. Mhm. Und unter welchen Bedingungen? Man müsste ihm schon was geben dafür. Ja, ja, da sieht man doch, dass ihr sehr nahe verwandt seid. Wie viel? Ja, schon eine stattliche Summe. Eine stattliche Summe? Was würdest du denken, so, was er so unter einer stattlichen Summe versteht? Ja, so ein paar Millionen. Was glaubst du, hat er gesagt, wie ich ihm dieses Ansinnen an ihn gerichtet habe? Würden Sie mit mir da in den Löwenkäfig gehen? Wir gehen jetzt in den Löwenkäfig, habe ich gesagt. Was hat er da gesagt? Ja, vielleicht wäre er mitgegangen. Er hat einfach okay gesagt. Verlangt hat er allerdings nur 1.000 Dollar. Also keine Übereinstimmung. Bitte nimm Platz. Herr Schönherr. Ja, es ist sehr lieb von Ihnen, dass Sie so Partei ergreifen, aber zwischen mehreren Millionen und 1.000 Dollar, ja, ich meine, wenn wir Lire nehmen, dann natürlich würde die Sache ungefähr hinkommen. Herr Schönherr, ich würde vorschlagen, doch die Übereinstimmung gelten zu lassen. Eine Stange Geld ist für junge Leute etwas anderes. Warte. Ja, Herr Notar, bitte, was haben Sie gesagt? Ich würde vorschlagen, Übereinstimmung gelten zu lassen. Eine Stange Geld ist ein sehr dehnbarer Begriff und es ist vielleicht doch zu schwierig, hier eine Übereinstimmung auf 1.000 Dollar zu machen. Danke sehr. Gut. Ja. Da können Sie mal sehen, wie das in einer Demokratie ist, wo viele einen Einzelnen sehr leicht niederstimmen können. Bitte. So, Sibylle, wie geht's Ihnen? Gut, danke. Ja, hier ist also der Löwe. Ich habe Ihren Vater gefragt, ob er bereit wäre, mit mir in den Löwenkäfig hineinzugehen. Was glauben Sie, hat er da gesagt? Ja. Er hat gesagt, okay, ja. Ja. Und dann habe ich ihn gefragt, dort an der Tür, ob er Bedingungen stellen würde und welche Bedingungen. Und was glauben Sie, hat er da gesagt? Sie kennen ihn ja gut, Ihren Vater. Ja. Was könnte er da? Ich habe, so wie ich es sage, ich habe gesagt, na, und stellen Sie gar keine Bedingungen. Welche Bedingungen würden Sie stellen? Wenn dass Sie er vorher gefüttert wurde. Dass er vorher gefüttert wurde, ja, das hat er nicht verlangt, weil er ja gedacht hat, ich gehe voraus. Ja. Na, was könnte er sonst eventuell gefordert haben? Hm? Gar nichts. Gar nichts. Ja. Also das ist wirklich ein bescheidenes Mädchen, die Sie bilden. Leider, das ist aber nun wirklich keine Übereinstimmung. Tut mir furchtbar leid. Bitte nehmen Sie Platz. Aber es ist, glaube ich, immer noch möglich, dass wir ein absolut gleiches Ergebnis bekommen. Frau Dotter, bitte kommen Sie zu mir. Ahmed der Löwe erwartet Sie. Kommen Sie nur. Würden Sie mit mir in den Löwenkäfig hineingehen? Ja. Ja? Wenn Sie reingehen, gehen muss ich vorausgehen, ja? Oder? Muss ich vorausgehen? Ja, das schon, ja. Das schon. Mhm. Das Spiel geht darum, Harmoniespiel. Zwei Punkte pro Übereinstimmung. Der Löwe interessiert sich sehr für diese Projektion da oben, deswegen schaut er immer da hinauf. Ich habe Ihren Mann gefragt, würden Sie zu diesem Löwen da hineingehen? Das heißt, ich habe genau gesagt, wir gehen jetzt zu dem Löwen da hinein. Was glauben Sie, hat er da gesagt? Ja. Ja, okay, hat er gesagt. Ja. Und dann habe ich aber doch mir gedacht, an der Tür dort habe ich ihn gefragt, ja, würden Sie denn daran gar keine Bedingungen knüpfen? Welche Bedingungen würden Sie stellen? Was glauben Sie, hat er da geantwortet? Dass Sie vorangehen,
Das hat er nicht direkt gesagt, aber etwas anderes vielleicht noch. Glauben Sie, dass er gar nichts verlangt hat eigentlich? Ja gut, wenn Sie hineingehen, dann muss er ja irgendwie zahm sein, der Löwe, nicht? Also da kann er dann ja, auch mit hineingehen. Ja, der Löwe, ich meine, ich habe jetzt schon ein paar Tage mit ihm zusammen verbracht, ich meine, aber man weiß ja nie, wie der Löwe mit Fremden so umgeht, nicht? Also keine Bedingungen oder Ja-Bedingungen? Nein, ich kann mir vorstellen, dass er heute schon hineingeht. Ne? In dem Fall ist er ja gut präpariert. Tut mir leid, keine Übereinstimmung. Damit ist das letzte Spiel gelaufen. Vielen herzlichen Dank. Bitte nehmen Sie Platz, Frau Dotter. Das heißt, meine Damen und Herren, die Familie Kohl hat einen klaren Sieg davongetragen. 8 Punkte gegenüber 6 Punkten der Familie Dotter. Und das bedeutet, meine Damen und Herren, dass die Familie Kohl einen Preis in der Höhe von 5.000 Mark bekommt, die Familie Dotter einen Preis in der Höhe von 3.000 Mark und die Familie Matzenauer einen Preis in der Höhe von 1.500 Mark. Und selbstverständlich, Herr Kohl und auch Herr Dotter, niemals hätten wir Sie dem Löwen zum Fraß vorgeworfen, niemals hätten wir gewagt, sie dieser Gefahr auszusetzen, denn auch ein Löwe wie dieser ist unberechenbar und man weiß ja nicht, was er tut. Und wir wollten niemals irgendjemanden in Gefahr bringen. Ich danke Ihnen aber trotzdem für Ihren großen Mut und ich bin überzeugt, dass Sie mit hineingegangen wären. Ich muss es nun leider alleine tun. Ich lege das Mikrofon hier ab, damit das wenigstens nicht beschädigt wird. So, auf Wiedersehen dann. So, ich muss natürlich das äußere Gitter schließen. Tja, meine Damen und Herren, das ist das Wünschte-was-Team. Und so geht Wünschte-was zu Ende. Und das war es einmal. Diese Tiere, die wollen offensichtlich diesen Fisch sich hier von mir nicht holen. Bleibt mir also nichts anderes übrig, als diesen Fisch zu den Tieren hinunterzubringen. Nicht wahr? Und das ist gleichzeitig das Ende einer Ära von Showmastern, denn in Zukunft werden nur solche noch auftreten können, die des Schwimmens fähig sind. Ich möchte gleich die erste Frage an Sie richten. Sind Sie nur eine Wohngemeinschaft oder sind Sie eine Kommune mit Partnertausch, also eine Totalkommune mit allem drum und dran? Ja, ich vermute das deswegen, weil ich hier 4 Damen sehe und 5 Herren. Entschuldigung. Die Form des Partnertauschs ist die Form der Sexualität, die sich der Bürger aus seiner vielleicht nicht immer befriedigenden, sondern eher frustrierenden Ehe- und Sexualsituation vorstellen kann, die aber unseren Verhältnissen jedenfalls nicht entspricht. Der Schweizer ist jetzt in Führung gegangen, das Auto der Schweizer Familie. Aha. Ab. Jetzt ein typischer Trend. Ein Hochgezeug mit meiner Die Liebe bedeutet für jedes der beiden Geschlechter etwas vollkommen Verschiedenes. Wenn ein Mann liebt, dann bedeutet es für ihn, dass er in Zukunft für 2 arbeitet. Wenn eine Frau liebt, heißt es, dass er in Zukunft überhaupt nichts mehr tut.
Ich stell mir vor, man kann das Dach abnehmen. So hässlich schaut es aus, wie es jetzt ist, nicht? Mhm. Also Achtung, nimmt man das weg. Und Moment, einen Augenblick. Ja? Ah nein, doch, ja. Ja? Darf ich Ihnen helfen? Da kann man doch ganz einfach das Dach wegnehmen und eine Wiese draufstellen, nicht? Die schaut ungefähr so aus. Und diese Show heißt Wünsch dir was. Wünsch dir was, ja. Warum sprechen wir uns von Sie und nicht von dir, wenn das Wünsch dir was ist? Ja, das ist so hier üblich. Also, ich meine, Sie sind ja königlich, würde ich fast sagen. Kann ich mich vorstellen? Und, bitte. Jaime de Mora. Steht mir schön, Herr. Wie geht's dir? Danke, gut. Gut, wie geht's danke. Dir? Gut. Ja. So. Gut. Oh, okay. Ja. Beim Gong geht's los. Achtung, fertig,